wir glauben. Vorgestellt bin ich Vara, ich bin 43 Jahre alt, habe 3 erwachsene Kinder, durfte im Oberallgäu auf dem Bauernhof groß werden und interessiere mich schon immer für die Tier- und Pflanzenwelt. Mein Beruf, das hat der Holger gerade gesagt, ist Holzbildhauerin. An erster Stelle möchte ich mich bedanken bei allen meinen Lehrern, von allen, denen ich lernen durfte, vor allem der Natur, die mich am meisten lehrt. Denn das, was ich euch erzähle, das habe ich selber erfunden. Gell? Das sind viele Puzzleteile, die ich gesammelt habe und zusammengesetzt habe. Genauso wie die Permakultur. Die Permakultur hat auch selber nichts erfunden. In dem Sinn, die Permakultur verbindet Elemente sinnvoll, um ökologisch, ökonomisch und sozial verträgliche Systeme zu gestalten. Kennt ihr das? Den ganzen Tag rennt ihr von A nach B. Kümmert euch um irgendwelche Sachen, was zum Erledigen sind. Dinge, die mit euch nicht viel zum Tun haben. Um abends kurz vor 8 abketzt, in den Supermarkt zum Rennen und schnell noch was Essbares zum Kaufen. Daheim ankommen, bemerkt ihr, dass diese bunte Fülle oder die Tomaten, die ich erworben habe, bestenfalls nach Wasser schmeckt. Ich stelle mir oft die Fragen, was füllt mein Lebensalltag? Erfüllt es mich? Und was nährt mich wirklich? Und es kommt noch eine Frage dazu, nach dem wie viel? Wie viel brauche ich wirklich? Dass unser steigender Konsum kein steigendes Wohlbefinden erzeugt, das haben wir, denke ich, alle erkannt. Jährlich werden 35 Millionen Tonnen Sojaschrot, meist genverändert, aus Südamerika nach Europa verschifft, um bei uns in der Mast verfüttert zu werden. Der Überschuss wird billig nach Afrika verkauft. 1900 hat der deutsche Haushalt 60% des Einkommens für Nahrungsmittel benötigt. Aktuell sind es in Deutschland 13,6%. Dafür werden auf 3 Kontinenten die kleinbäuerliche Landwirtschaft zerstört. Aber die Bauern, die sind die, die unsere Ernährung sicherstellen, die das Land kennen und pflegen, und die müssen wir unterstützen, und zwar am besten hinterm Gartenzaun. Vor 10 Jahren bin ich auf die Permakultur gestoßen und habe gemerkt, das ist genau meins. Das gibt mir Antworten auf meine Fragen, das gibt mir Werkzeuge an die Hand, Denkweisen, die mir helfen, ein zukunftsfähiges Leben zu gestalten, und findet für mich Antworten auf Umweltzerstörung, Ressourcenverbrauch und unnötigen globalen Handel. Ich werde jetzt versuchen, anhand von Bildern aus meinem Garten euch Einblicke in die Permakultur zu geben und ein paar praktische Gartentipps mit zum Liefern. Und ganz wichtig am Anfang noch, Permakultur ist nicht nur eine Art des biologischen Gärtnerns, sie ist eine Ethik und eine Lebenseinstellung, die auf alle Lebensbereiche angewendet werden kann. Ich beginne mit einem Blick über den Gartenzaun. Ja, das ist bei mir gleich ums Eck. Das idyllische Allgäu, gell? Saftige grüne Wiesen. Ja. Ja, unsere Landschaft ist ein bisschen einfältig geworden. Wenn ich woanders bin und das Allgäu erklären muss, dann sage ich, ja, bei uns treffen sich Knäuelgrasprärie und Fichtenstangenacker. Und ich habe heute beim Herfahrer gesehen, in Legau kommt eine dritte Komponente, der Maisacker.
Ansonsten gibt es nicht mehr besonders viele Lebensräume für Vögel, Schmetterlinge, Igel, Frösche, was auch immer. Auch viele Wildpflanzen, die trockene oder feuchte Standorte benötigen, haben kaum mehr einen Lebensraum in unserer Flur. Wer über ein Stück Land verfügt, hat die Möglichkeit, Biotope zu schaffen und der Natur wieder ein Stück zurückzugeben. Das ist jetzt ein Blick hinter mein Haus. Das ist meine Wildniszone. Ich würde mal sagen, das ist das wichtigste Element in einem Permakulturgarten. Das ist ein Stück Land, das betrete ich fast nie. Da lasse ich die Natur sich selber über. Und da darf alles passieren. Da darf natürliche Sukzession passieren. Da finden viele Tiere und Pflanzen Lebensraum, die auf kultivierten Flächen keinen Platz findet. Ihr seht, das ist noch weiter rein in die Zone. Da ist ein Loch, das habe ich mal ausgegraben. Da ist Wasser drin, da ist ein Feuchtbiotop. Und im Vordergrund seht ihr die Brennnesseln. Mein Grundstück säumt so ein Brennnesselstreifen. Weil die Brennnessel ist eine ganz wertvolle Pflanze. Die können wir auch in der Nahrung nutzen. Und 27 Schmetterlingsarten benötigen die Brennnessel zum Überleben. Das ist mein Lieblingsbiotop in meinem Garten. Das war ganz am Anfang schon mal von der anderen Seite ein Bild. Das ist mitten in meinem Gemüsegarten. Das ist ein Baumstumpf. Den Baum, den haben wir vor 20 Jahren gefällt. Aus der Esche habe ich alle meine Möbel selber gebaut. Und das ist jetzt nach 20 Jahren immer noch ein sehr lebendiges Biotop. Und es ist wunderschön. Ich freue mich jetzt ja dran, was da alles Raum findet. Und es nützt mir auch, weil die Kröten, die sich da verkriechen können, die kommen abends raus und fressen meine Schnecke im Garten. Ja? Und die Vögel, die in meinem Garten Platz findet zum Nesterbauer, deshalb kennt sie wahrscheinlich, der Gartenrotschwanz, der fliegt 100-mal am Tag über mein Gemüs und sammelt Schädlinge. Das heißt, die kann die Mitarbeiter der Natur wunderbar nutzen in meinem Garten. Also ein Prinzip, oh, das war zu schnell. Der Permakultur ist Vielfalt statt Einfalt. Ein vielfältiges System hält äußeren Einflüssen viel besser stand. Also sei es Schädlingen, Krankheiten oder klimatische Veränderungen. Polykultur ist immer viel stabiler als Monokultur. Das heißt, das ist jetzt mein Gemüsebeet. Das sieht sehr bunt aus, gell? Das heißt, ich habe viel weniger Probleme mit Schädlingen, weil das reguliert sich gegenseitig. Und ich habe das nächste Bild. Das ist ein Bild in meinem Krautbeet, in meinem Kohlbeet. Da ist mir vorbei, ja, was passiert. Im Frühling habe ich, da wo es Kraut nach soll, eine Gründüngungsmischung eingesät. Nach Mitte Mai, als ich das Kraut nachsehen wollte, jetzt fliegt die Technik auseinander, war da so eine hohe grüne Matte gestanden. Und ich habe mir gedacht, oh, eigentlich müsste ich das jetzt unterhacken. Und das ist ja schade, das wird ja bald blühen. Also bin ich hergegangen und habe einfach bloß Löcher reingerissen in die Gründüngungsmischung und mein Kraut zwischen einpflanzt. Was passiert ist in dem Jahr? Das Kraut ist mit den Blumen hochgewachsen und die Krautköpfe sind in der Blumenwiese gestanden. Es hat wunderschön ausgesehen. Und der Kohlweißling ist den ganzen Sommer drüber geschwirrt. Und was ich dann beobachtet habe, das war genial. Ich habe keine Raupenkette am Kraut. Die waren abgelenkt, denke ich, von den Blüten. Und ich mache das jetzt seit ein paar Jahren und ich habe keine Raupen mehr am Kraut. So funktioniert Mischkultur. Und die Gründüngung zwischen meinem Kraut,
die liefert Nährstoffe, Stickstoff aus der Luft für meine nährstoffliebenden Kohlköpfe. Und ich habe den Boden abdeckt, ich muss ich gießen und ich tacke. Wunderbar. Was war das denn? Phacelia oder so? Eine Mischung selber, zusammengeschüttet. Genau. Vielfalt, Vielfalt nicht nur an Lebensräumen, Vielfalt an Geländestruktur, Vielfalt, genetische Vielfalt, kulturelle Vielfalt, das alles trägt dazu bei, stabile Systeme zu gestalten. Das heißt, wenn wir die Natur beobachten und nicht in Konkurrenz gehen, sondern in Kooperation, dann sparen wir uns einen Haufen Energie. Gell? Nächstes Beispiel für Kooperation statt Konkurrenz ist eine Geschichte vorletzten Herbst. Mein großer Sohn ist mit seiner ganzen Clique im Herbst bei mir ein paar Tage zu Besuch gewesen. Und ich habe mir gedacht, mein Gott, die Jugend, jetzt hängt die bei mir ab und verhindert mich, gell? Nachher, denen war es langweilig, nachher fragen die, ja, Lucia, können wir dir was helfen? Und klar, ich habe immer einen Haufen Ideen, was man mit dem Garten umsetzen kann und packe sie da, weil es so große Projekte sind. Dann habe ich so eine Idee erläutert, ich hätte da gern, dass ein paar Haufen Steu und ein paar Haufen Humus verteilt auf dem Grundstück und Baumstämme und Strauchschnitt. Ich hätte da gern so ein Hochbeet für meine Beerensträuche. Habe ich das denen so erklärt, dann haben die losgelegt und haben 2 Tage geschafft zu 6. Wie die Wahnsinnigen. Haben Unmengen über mein ganzes Grundstück Zeug befördert. Ich war nur noch am Kocher und am Bacher, zum die versorgen. Die waren glücklich, weil sie von mir wunderbar bekocht worden sind. Und ich habe jetzt ein traumhaftes Element in meinem Garten, das ich selber wahrscheinlich ewig geschafft hätte umzusetzen. Und es ist echt schön geworden. Ich habe gerade 2 von denen, die waren vorher, habe ich untergesehen. Ich glaube, die sind gerade hin, oder? Nein. das ist auch ein Beispiel für Kooperation statt Konkurrenz. Ich hätte mir jetzt auch das ganze Wochenende ärgern können, dass die mir auf die Nerven gehen. Und dieses Element, das erfüllt mehrere Aufgaben in meinem Garten. Das macht ein System auch stabil. Das ist mein Eifahrt da unter. Und dieses Hochbeet trennt jetzt meine Hofeinfahrt vom Obstgarten. Jetzt fährt mir keiner mehr rückwärts mit dem Karren in mein Obstwies. Dann schafft es Lebensraum für meine wichtigen Mitarbeiter. Klar, in den Trockensteinmauern, Kröten, Eidechsen, Molche. Ich muss nun mal umständlich die Beerbosche ausmähen und Brennnesselwachsen hinauf. Und ich kann zum Ernten habe die Beerbosche in der Hehe. Das erfüllt einige Aufgaben in meinem Garten. Und schön ist zudem. So, wo geht es weiter? Das nächste Bild, das ist ein Prinzip, das heißt, Lebensbereiche und Elemente sinnvoll verbinden. Ich war letzte Woche noch in Australien und war bei David Holmgreen vor einer Woche. David Holmgreen und Bill Mollison haben die Permakultur 1978 begründet und bereits 1981 den alternativen Nobelpreis dafür erhalten. David hat letzte Woche gesagt, was du vom Schreibtisch aus siehst, um das kümmerst du dich. Was zu weit weg ist, wird vernachlässigt. Das heißt, sinnvoll, Zeit und Energie sparend, die Dinge kombinieren. Und das, was ihr seht, das ist mein Frischkräuterhochbeet. Und dahinter ist mein Kuchenfenster. Das heißt, ich sehe vom Herd aus meinen Schnittlauch. Das heißt, bei mir landet
immer Schnittlauch auf der Suppe. Wenn ich 100 Meter laufen muss, dann funktioniert das nicht. Ja, genau. Oder es gibt noch ein gutes Beispiel, da habe ich kein Bild. In der Permakultur, ich habe ein Hennerhaus und ans Hennerhaus hänge ich ein Anlehngewächshaus. Und drumherum habe ich meine Obstwiese. Die Henner heizen im Winter mein Gewächshaus mit. Die Grünabfälle vom Gewächshaus kann ich gleich in den Hennerstall schmeißen. Der Dung, den mir die Henner liefert, den schiebe ich zu meinen nährstoffliebenden Pflanzen ins Gewächshaus. Und wenn ich die Henner austreibe, dann fressen die mir die Schädlinge, die sonst in meine Äpfel gehen. Ja, also es macht schon Sinn, so einen Garten ordentlich zu planen. Ui, was kommt da unten? Gut, ah ja. Gell, und wenn es im Garten so aussieht, dann geht's los. Alle technischen Errungenschaften aus dem Schopf werden rausgezogen. Laubbläser, Sauger, Mäher, Fader, Schneider, Rasentrimmer. Alles, was man erworben hat, kommt zum Einsatz und macht einen Haufen Lärm. Der Garten wird aufgeräumt. Bloß das, nachdem wir Menschen da streben, ist keine Ordnung. Das ist eine Ordentlichkeit. Ordnung schafft nur die Natur selber. Wir Menschen haben nur das Bestreben zu kontrollieren. Und dann sieht man sie, die Pilgerkolonnen zum Wertstoffhof. Ja? Samstagvormittag kann man überall beobachten. Und alles, was nicht gebraucht wird, wird abgefahren. Bei mir im Grundstück ist noch nie was abgefahren worden, weil das ist alles wertvolle Energie, wertvolle Biomasse, die ich einsetzen kann. Weil meistens geht man dann danach in den Gartenmarkt und kauft diese blauen Kügel zum Dünger im Garten. Gell? Das geht viel leichter, der Kreislauf. Und zum Beispiel die Äpfel, die keine liegen lassen für die Igel, die brauchen ein Futter im Herbst. Und, das war zu schnell. Ja. Wisst ihr, dass Regenwürmer Sommerschlaf machen? Regenwürmer ziehen sich im Sommer in die tieferen Bodenschichten zurück, weil denen ist es warm oben. Und im Winter kommen die nach oben. Und wahrscheinlich habt ihr das alle schon beobachtet im Frühling, diese Würstel, die aus dem Boden kommen. Und wenn ihr das Laub liegen lasst im Garten und im Frühling schaut, da ist fast nichts mehr übrig. Außer ich habe jetzt einen riesigen Walnussbaum, der mir Unmengen herschmeißt. Die Regenwürmer, die ernähren sich im Winter von dem organischen Material, das auf dem Boden liegt, und machen mir daraus wertvollen Humus. Bei mir im Garten wird auch schon ewig nur mal umgraben, weil beim Umgraben im Herbst zerstöre ich 50%, töte 50% der Regenwürmer im Boden. Ja. Seit der maschinellen Landwirtschaft sind auf der nordamerikanischen Scholle ein Drittel des Humuses links und rechts in den Ozeanen verschwunden. Das sind vielleicht 100 Jahre. Diese hauchdünne, wertvolle Schicht, die über das tertiäre Land sich gelegt hat, die ist über Jahrmillionen entstanden. Und wir schaffen es, innerhalb von kürzester Zeit ein Drittel davon durch Erosion und durch maschinelles Bearbeiten des Bodens verschwinden zu lassen. Drum ist bei mir im Garten alles gemulcht. Also ich lasse kein Boden nackert. Wenn ich nämlich die Natur beobachte, wenn ich einen nackerten Boden habe, da kommen sofort die Bodendecker. Ja? Miere, Gundermann, Ehrenpreis. Und die wollen die Erde schützen. Und wenn ich das abschaue, der Natur,
dann spare ich mir sehr viel Arbeit. So sieht mein Gemüsegarten aus im Frühling, wenn er aus dem, unter dem Schnee rauskommt. Da war ein Haufen Mulch im Herbst im Vordergrund. Da ist das meiste weg, zersetzt von den Mitarbeitern. Da im Hintergrund seht ihr den Spinat, der winterharte Spinat, der jetzt bald zum Ernten dann ist. Und danach, ja, da brauche ich bloß ein bisschen wegrehen, säen und stecken und sofort mulche wieder nach. Ja. Wenn es geht, lasse ich nie was nackert. Ja. So sieht es dann aus. Und das Mulchen, das spart mir das Gießen. Ich gieße seit vielen Jahren nicht mehr. Das spart mir das Hacken, weil mein Boden trocknet nicht mehr aus von der Sonne und vom Platzregen. Das spart mir auch jedes Düngen, weil das ist permanenter Flächenkompost. Darunter arbeiten ganz viele und zersetzen das in wertvollen Humus. Und zum großen Teil spare ich mir aus Unkrauterter, weil da, wenn ich das dick nur halte, den Mulch, wächst da auch nicht, kein Unkraut mehr durch. Das Prinzip von dieser Wirtschaftsweise heißt, mein Gemüse ist Gras. Gell? Das, also Grasschnitt mindestens einen Tag trocknen lassen, dass es nicht fault. Das kennt man vom Rasenschnitt. Es muss mehr Luft drin sein. Genau. Ja. Und den Gehölzschnitt, den man normalerweise zum Wertstoffhof fährt, da entstehen bei mir im Garten Totholzhäufen. Also die habe ich ringsherum verteilt, dass ich zu weit das Zeug schleppen muss. Die Totholzhäufen, die schaffen auch wieder Lebensraum für Vögel, für Igel und ja, was weiß ich, wer alles da drin wohnt. Und was mir diese Totholzhäufen nur nützen, im Frühling, wenn ich meine Saat, also Ansaaterde mische, dann mache ich unter allem so einen Haufen ein Loch und das Substrat, das da entstanden ist über ein paar Jahre, das ist wie Torf. Das ist meine Lockerungszugabe zur Ansaaterde. Was dieses Element noch kann, es ist eine Randzone. Randzonen sind produktiver und bieten mehr Pflanzen und Tieren Lebensraum. Ihr habt es vorher auf dem Bild gesehen, was unsere Kulturlandschaft nur für Randzonen hat. Die Waldränder, ein Feldreu, ein Sumpfloch, eine Uferzone. Da treffen sich immer zwei Lebensräume und es finden Tier- und Pflanzenarten Lebensraum, die auf der offenen Flur nicht da sind. Jetzt eine Geschichte, die wahrscheinlich jeder kennt. Im Frühling, gell, da kribbelt es unter der Finger. Dann ab in den Gartenmarkt. Eine Tüte Sommer, 2,50 €. Daheim aufgemacht, der Blick 5,5 Brösel. Dann mein ich, heut und da muss der Salat jetzt wachsen. Steckt den im Boden. Und wenn die Salatbabys ihre Köpfe rausstrecken, dann kriegen sie Frostbeulen. Weil ihre Eltern waren Italiener oder Holländer. Gell? Die haben vom Allgäu noch nie was gehört. Und dann kommen die Schnecken. Und die Schnecken, nach meiner Theorie, das sind Lokalpatrioten. Die riechen das nämlich, dass die dort herkehren und dann ist mein Salat weg. Genau. Habt ihr schon mal beobachtet, was in eurem Garten passiert, wenn ein Salat verschießt und sich selber versäumt?
Der wählt den richtigen Zeitpunkt zum Versamen und den richtigen Zeitpunkt zum Keimen. Weil die Pflanzen wissen, wann die Zeit richtig ist. Und dann kann man da noch beobachten, die Natur ist nicht schwäbisch. Gell? Die Natur ist in der Fülle. Da kommen 1000 Salatpflänzle, Salatbabys, fangen das Wachsen an. Und wenn dann eine Schnecke vorbeispaziert, nachher juckt mich das nämlich gar nicht, dann kann ich getrost teilen. Dann habe ich nämlich nur. Ein Satz in der Permakultur heißt, wo bin ich denn eigentlich? Pflanze einen Teil für die Natur, einen Teil für die Diebe und einen Teil für dich selbst. Aus dem Grund habe ich angefangen, Saatgut selber zu vermehren. Und meine Erfahrung ist, das, was ich euch 2-3 Mal bei mir selber vermehrt habe, wo die Eltern und die Großeltern schon Allgäuer waren, die kommen am besten mit Land und Klima und Boden zurecht. So sieht es dann im Herbst aus. Mit dem Saatgut habe ich die Möglichkeit, im Kreis zu wirtschaften. Und im Kreis wirtschaften tue ich auch mit winterharte Pflanzen. Also heute hier unten auf dem Markt, es gibt tolles altes Gemüse, das winterhart ist. Zum Beispiel in meinem Gewächshaus sieht es jeden Winter so aus. Ich habe winterharten Salat, den pflanze ich draußen im Garten und im Gewächshaus und dann habe ich immer welchen. Das ganze Jahr. Und es gibt auch viele andere Sorten, die man gut überwintern kann. Da seht ihr, so ist mein Garten jetzt im Herbst in den Winter gegangen. Da steht Grünkohl, Rosenkohl, Lauch, es steht nur Spinat und Feldsalat. Also ich habe das ganze Jahr über frisches Gemüse. Und was ihr auf dem Bild auch noch seht, von meinem Beruf her habe ich jedes Jahr Unmengen Holzspäne. Motorsägespäne, Hobelspäne, Schnitzspäne. Und ich habe eine Weile gebraucht, bis ich gewusst habe, was ich damit tue, weil auf dem Wäschehof fahren war keine Option. Gell? Ich mache mittlerweile die Gartenwege, die schaufle ich aus, fülle die ein mit Späne und nach 2-3 Jahren ist das Humus. Ich schaufel es wieder raus auf meine Beete, habe einen wunderbaren Bodenaufbau und fülle wieder Späne ein. Das Prinzip heißt, das Problem ist die Lösung. So kann ich aus einem Problem eine Lösung machen. Und jedes Problem, glaube ich, kann man zu einer Lösung werden lassen. Wir müssen bloß ein bisschen kreativ sein. In der Permakultur gestaltet man gern mit Pattern, mit Muster aus der Natur. Das ist jetzt das einzige Bild, das nicht aus meinem Garten ist. Das habe ich vor kurzem in Australien in einem Permakulturprojekt geschossen. Da war auch das Problem die Lösung. Der Rick, dem hat der Sturm das ganze Dach abdeckt. Ja? Dann hat er so Wellblechhäufer gehabt und hat wunderbare Hochbeete draus baut. Und was man hier noch sieht, ist, er hat ein Muster aus der Natur verwendet für das Hochbeet. Die nützen uns oft zum Gestalten von Räumen. Hier kommt man nämlich an jedes Gemüse gut nah. Ja. Ökologisch und fair zu wirtschaften, ist in der Permakultur selbstverständlich. Aber es gibt nur eine dritte Komponente. Und zwar die der Ökonomie. Erziele eine Ernte. David hat letzte Woche gesagt,
Mit leerem Magen lässt sich schlecht arbeiten. Allerdings durch Optimierung statt Maximierung. In der Permakultur versucht man auf möglichst kleinen Flächen intensiv zu wirtschaften, um möglichst große Flächen der Natur zurückzugeben oder extensiv zu bewirtschaften. Und aus dem Grund habe ich einen Schneckenzaun. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr es vorher schon gesehen habt. Ja, das Teilen hat schon auch Grenzen. Gell? Und ich muss ja mit meiner Energie auch haushalten. Gell? Wenn ich mich selber als ein Teil des lebendigen Organismus Erde betrachte und wenn wir uns wieder achtsam einfügen in das Ökosystem, kann es gelingen, dass unseren Enkeln noch was übrig bleibt. Und nochmal ein Satz von David Holmgreen: Interact with care, creativity and effectivity. Handle mit Achtsamkeit, Kreativität und Effektivität. Ich bin dankbar, dass mir ein 3.500 Quadratmeter großes Grundstück zur Verfügung steht, auf dem ich das ganze Jahr über mein eigenes Gemüse ziehe. Und ich empfinde es als den größten Luxus, dass ich das ganze Jahr mit meiner Schüssel rausgehen kann und überlege, auf was ich halt Lust habe. Das gibt mir ein Stück Unabhängigkeit, Selbstbestimmung und Selbstverantwortung zurück. Vielen Dank fürs Zuhören.